Hallo zusammen, heute reden wir über den Apothekerschrank. Wenn es euch interessiert, dranbleiben. Eines der wichtigsten Themen bei der Küchenplanung ist das Thema Platz. Um Platz zu gewinnen, vor allem aber auch auf schmalem Raum, gibt es einen ganz besonderen Schrank, und zwar den Apothekerschrank. Der Apothekerschrank hat meistens eine Breite von 30 und hat entsprechend verschiedene Fächer. Der Apothekerschrank hat den großen Vorteil, dass man von beiden Seiten reingreifen kann und man kann Lebensmittel, Gewürze etc. da gut verstauen. Ganz gut ist auch, wenn der Apothekerschrank in der Nähe vom Kochfeld ist, weil ich habe persönlich meine Gewürze hier auf oberer Ebene und kann entsprechend meine Speisen direkt würzen. Lebensmittel, die ich vielleicht auch nicht so oft brauche, tue ich eher sozusagen in die unteren Bereiche. Und was auch wirklich ganz gut ist, man kann teilweise die Böden entsprechend verstellen. Das heißt, man kann sich den Apothekerschrank so konfigurieren, dass es einem am besten passt. Natürlich hat der Apothekerschrank nicht nur Vorteile. Wenn ich schwere Gegenstände habe oder wenn ich Gegenstände habe, von denen ich von oben herein angreifen muss, dann ist es natürlich besser, wenn ich einen normalen Schubschrank nehme. Beim Schubschrank kann ich den Topf platzieren oder Geschirr platzieren und kann es dann direkt auf den Herd oder auf die Theke legen. Den Apothekerschrank gibt es natürlich in verschiedenen Höhen auch. Hier halbe Höhe, es gibt den größer, es gibt den nochmal kleiner. Und ob der Apothekerschrank zu dir passt, entscheidest natürlich du, wie du eine Küche nutzt, und frag doch gerne den Küchenplaner. Der wird dir helfen, den entsprechend einzubauen. Viel Spaß! Wenn du mehr Informationen haben möchtest oder wissen möchtest, wie viel deine Traumküche kostet, geh jetzt auf möbeli.de/Küchen und finde es einfach heraus.